Hallo, willkommen zum Tag 3 vom Push to Talk, dem verteilten Chaos-Event. Unser erster Sprecher heute ist der Paul. Er spricht über den Betrieb und die Modifikation einer eigenen Compiler-Explorer-Instanz. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, findet ihr im Pre-Talks dazu eine Liste von Fragen, so als kleinen Poll, den ihr euch mal angucken könnt. Drei Stück an der Zahl. Die werden dann auch mitgenutzt, um die weiteren Entwicklung des Vortrags, nämlich die Schwerpunkte mitzugestalten. Das heißt, wenn ihr das mit beeinflussen wollt, geht hin, nehmt euer Pseudonym, tragt euch ein und stimmt mit ab. Ansonsten inhaltlich ist das ein Thema, das auf der GPN 18 ins Leben gerufen wurde und eigentlich dieses Jahr auf der GPN 20 hätte vorgestellt werden sollen. Leider gab es da dieses Virus-Event, das das so ein bisschen verhindert hat. Euch allen viel Spaß mit Highlights aus C++ und einer Compiler-Explorer-Instanz. Genau, also vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch was zu der Compiler Explorer Instanz, die ich 2 Jahre lang betrieben habe, erzählen. Schneller Reminder: Die erste Frage kommt ziemlich früh. Hier ist der Link, tippt ihn schnell ab, scannt den QR-Code, damit ich weiß, wie viel Intro ich hier machen muss. Ein paar Disclaimer, worum es in diesem Vortrag nicht geht. Compiler Explorer kennt ihr vielleicht als Gottbold.org oder als Gottbold, einfach benannt nach Matt Gottbold, der das Projekt mal ins Leben gerufen hat. Von Matt findet ihr auf YouTube, ich glaube, 3 Vorträge über Compiler Explorer, die ziemlich gut sind. Und obwohl ich eigentlich jede Woche Compiler Explorer benutze, habe ich in jedem von denen was gelernt. Ich glaube, ich werde hier keinen großen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen, wenn ich einfach auf Deutsch wiedergebe, was er schon erzählt hat. Ich möchte hier eigentlich nur über die Modifikationen, die Add-ons reden oder wie ich Compiler Explorer im Produktiveinsatz genutzt habe. Und auch als mein Background, ich habe mal Physik studiert, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie man Web-Services richtig betreibt. Klar. Ja, bin eigentlich C++-Entwickler mit Web-Services und so kenne ich mich nicht richtig aus. Ja, das heißt, erwartet da jetzt nicht zu viel über Details über Web-Security. Auch über das CERN hatten wir bei den vergangenen Kongressen 4 ziemlich gut gemachte und aufwendig und schön gemachte Vorträge. Da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie groß reproduzieren, was ihr anders schon in schön seht. Nur ein klein bisschen Recap. Es gibt das CERN, das ist so ein großes Teilchenphysik-Forschungslabor in Genf. Und da gibt es Teilchenbeschleuniger, der LHC ist einer davon. An dem Beschleuniger stehen 4 große und ein paar kleine Experimente. LHCb ist eines davon. Das wird betrieben von Kollaborationen von Forschern, die durchaus, also die Kollaborationen stehen untereinander so ein bisschen in Konkurrenz. Die Detektoren sind alle so ein bisschen anders gebaut, weil sie ein bisschen andere Dinge untersuchen. Und ich war eben Mitglied bei LHCb von 2009 bis zum Frühjahr diesen Jahres. Das heißt, ich hatte so 400 bis 1000 Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, je nachdem, wie man zählt, weil jetzt nicht jeder Bachelorstudierende wird in der Datenbank registriert. Und manchmal ist es schwierig zu entscheiden, der Elektroniker, der uns einen Chip entwickelt hat, zählt der jetzt noch als Mitarbeiter oder ist das ein externer Contractor? Und auch um das ein bisschen einzuordnen, die meisten Forschenden sind keine CERN-Mitarbeiter. Ich glaube, departmentweit sind nur 10% der Forscher angestellt. Und der Rest ist eben bei irgendwelchen Unis irgendwo auf der Welt, Berlin, Rio de Janeiro, New York, angestellt. Manche haben ihr Büro in Genf, manche arbeiten aber von ihrer Heimatuni. Und was jetzt so ein Alleinstellungsmerkmal von LHCb sein wird, klassischerweise, wenn ihr euch die alten Vorträge anschaut, kollidieren am Teilchenbeschleuniger alle 25 Nanosekunden Teilchen, dann passiert Physik, Detektoren detektieren irgendwas. Und man muss entscheiden, ist das interessant? Lese ich das aus, schreibe ich das auf Tape oder schmeiße ich das weg? Klassisch macht man das mit Custom Hardware oder FPGAs, die sich eben kleine Ecke des Detektors anschauen und die Entscheidung machen. Aber das war uns nicht flexibel genug. Wir wollten, dass man alle Informationen von allen Detektoren kriegt
um diese Entscheidung trifft, FPGAs sind da irgendwie nicht mehr optimal zu, weil eben die Fläche an Silizium, die man braucht, skaliert mit den Anzahl an Eingängen und mit der Komplexität der Logik, die man baut. Das heißt, die Herausforderungen, die wir uns gestellt haben, sind, wie wird man in Software mit 40 Terabyte die Sekunden fertig? Und dazu hatten wir eben einen Software-Stack von 600.000 Zeilen C++ für CPUs. Diese 600.000 Zeilen, das ist so das, was mir Git an den Kopf geworfen hat, wenn ich einen Git-Klon gemacht habe. Da zähle ich Upstream-Bibliotheken wie Boost oder Intel Thread Building Blocks nicht mit. Das ist aber nicht alles aktiver Code. Der wird je nach Config zu Runtime geladen oder nicht geladen. Für manche Aufgaben hat man mehrere Implementierungen, eben eine alte, die schon 10 Jahre lief, von der man weiß, die ist gut validiert, und eine neue, an der ein Masterstudent vielleicht arbeitet, um den schnell und thread-safe nochmal neu zu implementieren, sodass man in Continuous Integration Tests eben schauen kann, macht alte Implementierung und neue Implementierung das Gleiche. Gut. Zu Compiler Explorer selbst. Es ist eigentlich relativ unspektakulär. Wenn wir uns das anschauen, das ist so eine Webseite. Da kann man irgendwie Quelltext eintippen in C++ und es zeigt einem die Assembly dazu, und man kann sich denken, push ribbe mof ribbe RISP MOF QWERT PITTER und ist da entweder froh oder nicht so froh drüber. Und ich selbst habe Compiler Explorer so vor 4 Jahren als Diskussionskiller kennengelernt. Also die meisten, die an so einem Merge Request diskutiert waren, hatten halt wie ich Physik studiert und waren jetzt nicht die Superprogrammierer, und wir wollten halt irgendwie eine API bauen, die intuitiv zu verstehen ist, wo jeder auch ohne Computing-Background versteht, was muss ich damit tun. Irgendjemand kam in die Diskussion und hat gesagt, hey, das könnt ihr auch voll anders schreiben und das macht noch nicht mal schlechte Assembly, wie ihr hier seht. Zu dem Zeitpunkt war es 10 Jahre her, dass ich das letzte Mal Assembly gesehen habe. Ich habe nichts verstanden, ich bin ausgestiegen aus der Diskussion, viele anderen auch. Aus dem Pull-Request ist nichts geworden. Und auch sonst ist meine Meinung, Assembly anschauen, um zu entscheiden, ob Code gut und effizient ist, ist schön und gut, aber eigentlich will man repräsentative Benchmarks, weil CPUs machen Out-of-Order-Execution, Speculative-Execution, haben Branch-Prediction, man hat irgendwie einen Cache, der irgendwas tut. Das heißt, eigentlich, wenn ich wissen will, ob Code schnell ist oder langsam, will ich mich auf einen Benchmark verlassen und nicht darauf, was irgendein Experte zu Assembly sagt. Und auch ansonsten, also C++ in Assembly verwandeln, dafür gibt es Compiler. Compiler habe ich auf meiner Workstation, wozu brauche ich so eine Webseite? Jetzt aber die Frage, was haltet ihr von der Angelegenheit? Und okay, eine Minderheit ist, wie ich, täglicher Nutzer von Godbold.org. Die wenigsten arbeiten damit aktiv. Das heißt, es gibt ein bisschen mehr Intro. Und zwar hat sich meine Meinung zu Compiler Explorer geändert. Heute vergeht eigentlich keine Woche, in der ich bei der Arbeit nicht auf Godbold.org gehe, um da irgendwas zu tun. Wahrscheinlich könnte ich auch ohne arbeiten, aber ich will es einfach nicht. Und dabei ist in der Tat diese Assembly, die die Webseite einem anzeigt, für mich relativ unwichtig. Und auch wenn ihr euch auf YouTube C++ Weekly anschaut, was da eigentlich passiert ist, JSON tippt irgendwie an Konstrukten rum, schaut, kompiliert das oder kompiliert es nicht. Was ändert sich, wenn ich hier Constexpr dazu schreibe? Kann ich die Funktion, die ich hier geschrieben habe, nutzen? Wie kann ich sie benutzen? Welche Warnungen spuckt der Compiler aus, wenn ich was falsch mache? Das heißt, was eigentlich interessant ist, ist, man hat da so ein Pad, wo man reintippen kann, und der Compiler erzählt einem, was der Compiler davon hält. Assembly kann man sich anschauen, muss man sich nicht. In anderen Worten, Godbold.org wird als Read-Evaluate-Print-Loop benutzt. Was anderes, das Ganze ist auch irgendwie ein reproducible Setup. Also ich hatte vor Jahren mal so eine Frage auf der Google Benchmark Discussion Mailing Liste, weil irgendwas hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Hab denen einen Code-Snippet geschickt, erklärt, was ich versuche zu tun, was meine Beobachtung ist. Und auf der anderen Seite ist es works for me. Irgendwie kann ich das nicht reproduzieren. Ich habe sie aber mal in Compiler Explorer eingetippt, und hier ist der Link. Kannst du das zurechtfrickeln, dass wir beide uns die gleiche Sache anschauen? Und das hat super funktioniert. Ich habe den Link gekriegt, habe einfach weitergetippt, bis es lief, und dann den neuen Link-Sharing-Link zurückgeschickt. Das heißt, Godbold.org funktioniert einfach als Pastebin mit Compiler-Support und als Reproducible Environment. Und das ist ziemlich cool. Natürlich könnt ihr sagen, hey, lokales Tooling, ich habe meinen Lieblingstexteditor mit vielen Plugins konfiguriert, die kann ich nicht alle auf der Webseite installieren. Stimmt, es ist so ein Trade-off.
Auch ich habe ziemlich viel Arbeit in meine Vim-Config gesteckt, aber trotzdem, also dieses Reproducible Environment und Link-Sharing und die schnelle Iterationszyklen sind es einfach wert. Okay, also zusammengefasst, Compiler Explorer als Webseite ist einfach bequemer als lokale Tools aufsetzen und zu maintainen und um mit mehreren Nutzern zusammen zu interagieren, vor allem auch, weil man so eine Webserver-Instanz, die setzt man einmal auf und kann die mit beliebig vielen Nutzern nutzen und alle haben das gleiche Setup. Das skaliert einfach besser. Und auch ein anderer Vergleich, wie sieht das aus, wenn ich irgendwie lokal mit Code arbeite? Ich logge mich an auf meiner Workstation. Ich bin nicht so richtig schnell im Tippen. Hole mir meinen Workspace zurück und führe dann einen neuen Build aus. Und was dann gut und gerne mal passiert, ist, mein Build-System entscheidet, ich muss neu konfigurieren. Und dann passieren Dinge. Und dann warte ich. Und es dauert lange und das ist lästig. Und da muss man einfach mal so ein bisschen dickköpfig sein und sagen, alles über 400 Millisekunden ist zu lang. So lange will ich nicht warten. Das heißt, da schreibe ich doch lieber in der Webseite irgendwas rein und es kompiliert sofort. Ein Problem allerdings ist, für Jason Turner in C++ Weekly in den Trainingslides ist das okay, wenn man Code ohne Abhängigkeiten schreibt und einfache Konstrukte schreibt. In der Praxis schreibe ich eigentlich nie Code ohne irgendwelche Include-Statements, weil alle komplexen Aufgaben, die man so in Computer Science hat, hat schon mal irgendjemand gelöst und in eine gute Bibliothek geschrieben und die im Internet zur Verfügung gestellt. Die ist besser debuggt als alles, was ich heute Nachmittag schreiben kann. Da sind alle Corner Cases abgedeckt. Das heißt, da benutze ich doch lieber externen Code, als dass ich alles schlecht selber implementiere. Und das ist eigentlich auch gar kein Problem. Auf godbolt.org, ich meine, wenn ich einfach schreibe include boost irgendwas, dann sagt mir dann Compiler, Header nicht gefunden. Es gibt aber diesen Libraries-Button, da sind super viele Bibliotheken installiert. Ich kann mir die richtige aussuchen und dann ist der Compiler froh. Haha, toll. Das funktioniert allerdings auch nur begrenzt. Also da sind viele wichtige Bibliotheken installiert. Wenn irgendeine fehlt, kann man auch einen Pull-Request machen. Der Support ist eigentlich echt super da. Aber es wird nicht jede Bibliothek, die jemals geschrieben wird, für immer da verfügbar sein. Es gibt auch noch andere Features. Compiler Explorer hat nochmal so einen eigenen Präprozessor mit eingebaut. Man kann also einfach include und dann eine GitHub-URL eintragen und dann wird der Header von GitHub geholt und eingebettet. Das funktioniert aber nicht für transitive Includes. Also wenn ich eine Datei inkludiere, die auf GitHub liegt und die inkludiert irgendwas anderes, dann schlägt das halt irgendwann fehl. Manche Bibliotheken auf GitHub haben genau deswegen auch einen Branch, wo alles in einer einzelnen Datei zusammengelegt drin ist. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann könnt ihr auch einfach auf die Webseite von oder auf das Git Repository von Compiler Explorer gehen. Und wenn das lädt, ein Git Clone machen. Hier. Und wenn ihr ein halbwegs vernünftiges Betriebssystem habt, also so ein Ubuntu Long-Term Support reicht, denke ich auch schon, und Make installiert hat und Node.js installiert hat, dann macht ihr in dem Verzeichnis einfach ein Make und dann startet ein Webserver und dann habt ihr lokal Compiler Explorer. Und das habe ich hier mal ausprobiert. Ich wollte von der Guideline Support Library irgendwas inkludieren und zwar von der Version, die auf meiner Workstation inkludiert war, und konnte dann hier eben Compiler-Argumente angeben, minus i, langer Pfad. Das hat kompiliert. In der Praxis war das aber noch nicht richtig praxistauglich, denn wenn ich mir anschaue, was mein Build-System macht, so ein typischer Compiler-Aufruf ist lang. Und da werden richtig viele Bibliotheken eingerichtet. Das heißt, vielleicht seid ihr super Elite-Hacker und habt euren eigenen Keyboard-Controller geschrieben und könnt 2000 Zeichen schnell fehlerfrei eintippen. Ich kann das nicht. Und jetzt ist die Frage, warum muss man dafür so viel eintippen? Die Sache ist, wir haben ein Support-Team, was uns Upstream-Bibliotheken bündelt in diesen LCG-Releases. Und da kriegen wir eben 18 Upstream-Bibliotheken regelmäßig gebundelt rein. Die Versionen sind alle gleichzeitig installiert. In jedem von den Releases sitzt dann die Bibliotheken, die wir inkludieren, in ihren Versionen drin. Und die sind dann auch mehrfach gebaut, eben für i386, für x86-64, für Scientific Linux 6, für CentOS 8, manche auch für Ubuntu und manche sogar für macOS. Die sind dann gebaut mit GCC 8, GCC 9, Clang 8, Clang 9, vielleicht inzwischen auch mit GCC 10.
Wir haben Releases mit einem Optimized-Build, mit einem Build ohne Optimizer und Debug-Flex, damit man da ordentlich mit GDB arbeiten kann. Ein Build, der voraussetzt, dass man auf einer Architektur mit SSE 4 läuft, mit AVX2 oder auf Intel Skylake. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Include-Pfad zu Root angeben. Ich kann 100 verschiedene Include-Pfade zu Root eingeben und wahrscheinlich sind 109 davon nicht die Version, die ich haben will und nur eine ist die richtige. Das Ganze 18 Mal. Mein eigener Code ist zu allem Überfluss auch noch nicht Monorepo, sondern wir haben so über 10 Git-Repositories, die ihre eigenes Tagging machen. Und eine Version eben dieses FIS-Pakets ist halt nur API-kompatibel mit genau einer Version des REC-Pakets und so weiter. Das heißt, wenn ich richtige Include-Pfade angeben kann, muss ich auch noch Versionskompatibilitäten berücksichtigen. Und das mache ich doch als Nutzer nur falsch. Also das gibt zu viele Möglichkeiten, das falsch zu machen. Und wir können uns fragen, läuft CMake noch? Nein, okay, CMake ist inzwischen fertig. Genau dafür haben wir nämlich ein Build-System, um sowas für den Nutzer zu erledigen. Das dauert aber 8 Minuten. Und wenn ich mal schnell Build-Setup ändern will, dann ist das zu lange. Das heißt, Automatisierung muss her. Bevor ich erkläre, was ich automatisiere, ein Constraint, den ich mir gesetzt habe, war, eigentlich hatte ich von meinem Supervisor kein Approval, da viel Zeit reinzustecken. Das war so ein Spaßprojekt, was ich halt irgendwie bei GPN und MMCD und am Wochenende entwickelt habe. Das heißt, ich wollte jetzt nicht anfangen, irgendwie zu fragen, kann ich dafür einen Projektaccount haben, kann ich da CPU-Ressourcen für haben, da hätte ich zu meinem Supervisor gehen müssen und dann zum Gruppenleiter und dann zum Projektleiter und dann zur Projektplaning Group und dann vielleicht zur Core Software Group, die dann entscheiden müssen, für dieses komische kleine Webprojekt, was Paul da nutzt, sollen wir da CPUs aus dem CPU-Budget für Simulationen rausnehmen? Die Antwort wäre vielleicht ja gewesen, aber es hätte halt mindestens eine Woche gedauert, bis ich da wäre, statt dass ich einfach irgendwas mache mit den Ressourcen, die ich selber habe. Die nächste Frage ist dann, okay, was ist schon verfügbar? Und zwar gibt es aus der LLVM-Welt diese Compile-Commands, JSON-Datenbanken, die werden von CMake zum Beispiel erstellt oder auch von anderen Build-Tools und eben auch im Nightly-Build von unserem Software-Stack. Das heißt, wenn ich wissen will, wie muss ich einen Compiler aufrufen, kann ich einfach in diese Datenbank reinschauen und sehe da zu jeder Translation-Unit, welche Datei wird da kompiliert, welcher Compiler wird aufgerufen, mit welchen Compiler-Flex wird das aufgerufen, welche Defines werden gesetzt, welche Includes werden gesetzt, yada, 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 extrem viel Zeug. Des Weiteren ist der Nightly-Build wahrscheinlich auch das, was viele EntwicklerInnen interessiert, denn der Nightly-Build läuft nachts, man hat irgendwelche Test-Failures oder Compiler-Failures oder Compiler-Warnings und die will man am Tag testen und fixen. Das heißt, ich will meinen Nutzern irgendein Environment zur Verfügung stellen, wo ich der so nah wie möglich am Nightly-Build dran ist. Und diese Nightly-Builds, die werden auch tatsächlich auf unseren Workstations deployed. Ich kann einfach so ein LS irgendwo ins Dateisystem reinmachen. Da habe ich für jeden Slot, also für jedes Merge-Request, für jedes Upstream-Release von Bibliotheken ein Verzeichnis. Ich habe die letzten 7 Nächte als Build verfügbar. Ich habe ein Build für jedes Repository zur verfügbar und eben auch wieder für jede Plattform, für jeden Compiler ein Release Directory, wo alles drin liegt. Gut, das heißt, ich habe also im Wesentlichen 4000 sinnvolle Settings, wie man einen Compiler aufrufen kann. Eine Alternative wäre natürlich gewesen, einfach den Git Master Branch von meiner Software auszuchecken, habe ich aber nicht gemacht, weil aus historischen Gründen unsere Nightly Builds eben nicht Master bauen. Und als Entwickler will ich halt die Bugs im Nightly Build fixen und nicht die in Master. Dann produziert der Nightly-Build auch Binaries, die ich vielleicht interaktiv testen will, wenn ich gerade nicht kompiliere. Und wir hatten auch lange Zeit im Nightly-Build Code Generation drin. Das heißt, Header-Dateien, die einfach nicht im Git-Repository drin lagen. Also das wäre einfach frustrierend gewesen, wenn ich irgendjemandem Git-Master angeboten hätte. Gut, dann ein anderer Schritt. Wie komme ich an den Code ran? Installation läuft ziemlich komfortabel. Es gibt dieses CERN Virtual Machine File System. Das funktioniert ohne Authentifizierung. Das heißt, beispielsweise gibt es das als Arch User Repository Paket. Das kann man auf dem Laptop installieren. Das hatte ich auch, glaube, fast 4 Jahre hier auf dem Laptop, von dem ich streame, installiert. Und da kann man in die Software einfach reinschauen, weil alles, was wir da geschrieben haben, ist Open Source. Da kann man eigentlich auch gleich das Deployment zur Verfügung stellen. Und wir haben das als Kanal benutzt, um Software Distribution auf alle Computing Center zu machen. Das heißt, da ist meine Compile-Commands JSON.
wenn ein Nightly Build erfolgreich war, dann finde ich, und wenn das Deployment erfolgreich war, finde ich diese Datenbank und kriege da alles raus, was ich für eine Compiler-Konfiguration brauche. Ich muss die halt nur parsen. Nur. Und anfangs, also bei der GPN vor 2 Jahren, habe ich das halt von Hand gemacht. Ich habe die mit dem Texteditor aufgemacht, ein bisschen Copy and Paste gemacht und damit meine Compiler Explorer Instanz konfiguriert. Aber dadurch, dass ich halt nur 7 Nightly Slots immer gleichzeitig verfügbar habe, war das halt ein Setup, was spätestens nach 7 Tagen wieder kaputt gegangen wäre. Und einfach String Replacement wollte ich nicht machen, weil hin und wieder kommen ja neue Upstream-Bibliotheken, wir wechseln den Standard-Compiler, wechseln auf eine neue Architektur. Das heißt, das Ganze muss automatisiert werden. Ich habe einen kleinen Parser in Go geschrieben, der so eine Compile-Commands-JSON braucht. Das findet ihr auf GitHub. Das ist sogar vielleicht nutzbar für euch. Also das ist extrem generisch. Dem kann man so eine JSON-Datenbank zuwerfen. Und das erstellt eine Konfigurationsdatei für Compiler Explorer. Das habe ich sogar mitgenommen zu meinem neuen Job. Das lief innerhalb von ein paar Minuten und jetzt habe ich eben auch ein nicht CERN-spezifisches Setup, wo ich Compiler exploren kann. Warum Go? Eigentlich war das eine schlechte Entscheidung, denn als Entwicklungssprachen bei LACB hatten wir C++ und Python. Das heißt, ich habe da jetzt Code geschrieben, den niemand in meinem Team maintainen kann. Compiler Explorer selbst ist auch in Node.js. Das heißt, wenn ich das in Node.js geschrieben hätte, hätte ich das einfach in eine Bibliothek machen können und upstreamen können. Und man könnte dann einen Pfad zu so einer JSON-Datenbank konfigurieren und der Server startet und alles ist wunderbar. Gründe waren, das sehen wir vielleicht später im Vortrag noch, dass ich mich nicht mit unserer C++-Toolchain rumschlagen wollte, weil wir eben die Standardbibliothek auf CMFS deployen. Das heißt, wenn ich einen Netzwerkaufsetzer habe, dann stellt mein Binary nicht fest, hier ist keine Software und hört auf, sondern sie fliegt mir einfach um die Ohren mit einem unverständlichen Fehler. Und wahrscheinlich der Hauptgrund, ich wollte Go lernen und so lernt man halt Programmiersprachen heutzutage, indem man einfach irgendwas implementiert und das dann funktioniert. Der Code ist recht simpler Spaghetti-Code. Ich hole mir einfach nur die Datenbank. Go hat Parser für JSON. Loope über alle Translation Units. Hole mir die Compiler-Kommandos für jede Translation Unit. Zerlege die Inverter. Und wenn irgendwas mit minus i anfängt, dann sage ich, jo, das ist ein Include-Pfad. Wenn irgendwas i-System ist, dann ist das nächste Wort im Pfad ein Include-Pfad. Dann macht man noch, habe ich noch absolute Pfade draus gemacht statt relativen und bin fast fertig. Denn in unserem Software-Stack haben wir auch viel so Präprozessor-Zeugs, was abfragt, ist auf der Architektur, für die gerade gebaut wird, SSE4 verfügbar? Wenn nicht, dann soll SSE4 Float V einfach nur ein Alias sein für ein Float. Wenn es verfügbar ist, dann soll Float V bitte eine Klasse sein, die als Data Member so einen SIMD-Datentyp M128 hat. Das heißt, damit das richtig auf meiner Instanz funktioniert, brauche ich auch die -D und -M-Flags für G++. Und weil ich auch die Warnungen aus dem Nightly-Build reproduzieren will, auch die -W-Flags und falls doch mal irgendjemand auf Assembly schaut, auch die -O-Flags. Okay, kann man alles implementieren. Das ist das, was dabei rauskommt, wenn man mein Binary laufen lässt. Es kommt halt irgendein Compiler-Kommando rein und es kommt so eine C++-defaults.properties-Datei für Compiler Explorer raus. Da steht Zeug drin. Anführungszeichen müssen ein bisschen anders escaped werden. Das ist aber alles machbar. Und wenn wir jetzt vergleichen, was da passiert, so sieht godbolt.org aus. Man kann verschiedene Compiler auswählen. Da sind viele installiert. Man kann sogar suchen, wenn man richtig tippt. Es sind auch viele Klangversionen dabei. Okay, cool. Und meine eigene Instanz habe ich ein bisschen gebrandet, also damit ihr auch weiß, wo ich gerade bin, ein bisschen Artwork gemacht. Unsere Compiler, die wir benutzen, sind selbst gebaut und haben deswegen diesen Prefix LCG. Und wenn man hier klickt, kann man eben sehen, wie wurde dieser Compiler jetzt aufgerufen. Und da stehen eben diese ganzen -D Boost Spirit Settings, die für einen richtigen Build erforderlich sind, eben drin. Ein paar CMake-Standard-Variablen habe ich ersetzt, einfach um nicht irgendwo eine Naming-Collision zu haben. Warnungen werden so aufgesetzt wie im Nightly-Build. C++-Standard wird gesetzt, Optimizer wird gesetzt und eben auch die CPU-Architektur, die Feature, die aktiviert sein sollen. Jo. So viel dazu. Dann, was hat es mit diesen gebrandeten Compilern auf sich? Ich habe es schon ein bisschen gesagt, wir haben als Entwicklungsbetriebssysteme Scientific Linux 6, CentOS 7, vielleicht irgendwann CentOS 8. Und die sind
verglichen mit Debian Stable oder Ubuntu Long-Term Support richtig, richtig alt und shippen mit richtig, richtig alten libc und libstandard C++ Versionen. Wir wollen aber modernen Code schreiben mit den neuesten, tollsten Compilern und damit eben diese ganze Toolchain von einem Compiler, die Binutils, der Linker, der Präprozessor, damit die alle richtig laufen, sind unsere Compiler eigentlich Shell-Skripte, die Umgebungsvariablen aufsetzen und dann andere Argumente an das eigentliche Compiler-Binary weitergeben. Und für Klang kommt dann eben noch dazu, dass wir wollen, dass der Klang-Build Binary-kompatibel mit dem GCC-Build ist. Das heißt, Klang geben wir dann an der Stelle noch GCC-Toolchain als Argument mit, ohne dass das Build-Framework davon weiß. Dann kam auch schon die Generalprobe für meine Instanz. Das hier war so eine Fehlermeldung, die wir im Software-Stack gesehen haben. Also ich wähle einfach aus, von dem Gaudi-Paket möchte ich den Build von heute haben. GCC9 ist glücklich mit dem Code. Klang 8 sagt, nee, füg mal da einen Standard Move ein. Okay, habe ich ausprobiert, Standard Move. Und ja, verarscht. Klang sagt, nee, das Move ist schlecht, mach's wieder weg. Und wenn man so ein bisschen Erfahrung hat mit uns und Sternchen irgendwo einfügen in C++-Code, ist das halt der nächste Schritt. Man fängt das als Referenz. Okay, Klang ist glücklich. Wechsel zurück zu G++ und G++ ist auch glücklich. Und zum Vergleich zu vorher, jetzt habe ich hier zweimal den Compiler gewechselt. Hätte ich jedes Mal CMake laufen lassen, hätte das 16 Minuten gedauert. Das hier waren jetzt keine 50 Sekunden. Also für mich, zumindest mit meinem Setup, wie ich die Toolchain auf der Workstation hatte, ist das ein klarer Mehrwert. Versteht mich bitte nicht falsch, also das CMake-Setup kann man schneller machen. Wir hatten dann Sommerstudenten dran arbeiten, der gesagt hat, da können wir locker einen Faktor 10 rausholen. Aber auch eine Minute zum Compiler wechseln ist doch ein bisschen lästig. In der Praxis gab es ein paar Probleme. Und zwar, wenn wir uns hier, das war auch einer der ersten Praxistests, genauer anschauen, was passiert ist. Ich hatte irgendwie eine Zeile C++ geschrieben, nimm einen Pointer, ruf eine Methode an und gib den Return-Wert zurück. Das allein erzeugt schon 3 Megabyte Assembly. Die Standardeinstellung von Compiler Explorer hat da irgendwo ein Limit. Das kann man konfigurieren. Das musste ich umkonfigurieren, dass ich größere Assemblies zulasse. Und auch das Limit für wie lange darf eine Compilation dauern, muss ich hochsetzen. Ist alles irgendwie nicht dramatisch. Kann man schnell umstellen. Eine Sache, für die ich keine Lösung gefunden habe, ist, Compiler Explorer hat hier diese ganzen Settings, welche Symbole aus einem Binary rausgefiltert werden sollen und welche nicht. Und ich habe irgendwann mal in Assembly nicht gefunden, was ich gesucht habe und habe mir gedacht, vielleicht wird das rausgefiltert. Und dann ziemlich schnell festgestellt, wenn ich so eine Datei von meinem Dateisystem lade und die auf Compiler Explorer dann kompiliere, dann ist die Compilation nach ein paar Sekunden fertig. Also das hier war ein Boost-Unit-Test, der sich irgendwie komisch verhalten hat. Und an der Stelle seht ihr jetzt links vielleicht, wenn man es lesen kann, der Compiler tut was. Der ist jetzt irgendwie 3-4 Sekunden beschäftigt. Und danach, den kompletten Rest dieses 2-Stunden-Videos, ist nur Node.js damit beschäftigt, irgendwie Text-Processing zu machen. Da habe ich keine Lösung für gefunden, außer dass ich diese Textfilter halt hart gecodet habe, dass die nie vom Nutzer deaktiviert werden können. Gut. Dann ein anderes Projekt, das ihr vielleicht kennt, ich glaube, es ist weniger populär, ist C++ Insights. Das ist auch inspiriert von Compiler Explorer und das tut sowas Ähnliches. Man hat auch 2 Textboxen, man tippt C++ ein und auf der anderen Seite kriegt man was anderes raus, nämlich Compilation in C++ besteht ja aus mehreren Schritten. Man hat irgendwie einen Präprozessor, der Zeugs inkludiert, Definitions handelt, dann Makros auflöst. Dann hat man in C++ oft getemplateten Code. Das heißt, wenn man so eine getemplatete Funktion benutzt, werden die Templates instanziert, was auch wieder Code generiert. In C++ kann man Funktionen überladen, wo also der Compiler entscheidet, wenn ich hier eine Funktion Flubber aufrufe, welche von den vielen Funktionen, die Flubber heißen, wird aufgerufen. Es gibt implizite Casts, es gibt Argument-Dependent Namespace-Lookup. Das heißt, es ist manchmal als Mensch schon ziemlich schwer herauszufinden, was passiert in einer Zeile Code eigentlich. Und CPP Insights fängt eben das ab, was dann an den eigentlichen Parser übergeben wird.
Und ich finde das in der Praxis eigentlich viel sinnvoller als Compiler Explorer. Zum Beispiel hatte hier Bryce Lelbach was gepostet, wenn man einen Array hat und von den Anfangs- und Enditeratoren von einem Array ein Standard-Set konstruiert, dann kriegt man halt manchmal ein Set mit 2 Elementen und manchmal mit 5 Elementen. Und hat da diesen Compiler-Explorer-Link geteilt, der im Wesentlichen darauf beruht, dass man den Code kompiliert und ausführt und dann C-Out macht. Und wenn man jetzt Language-Lawyer ist, kann man wahrscheinlich drüber nachdenken, was ist der Unterschied zwischen geschweiften Klammern und runden Klammern. Aber ganz ehrlich, ich will nicht Language-Lawyer sein. Wenn der Compiler eh weiß, was er tut, dann soll er es mir gefälligst auch sagen. Wenn ich das Ganze in CPP Insights poste, sagt mir CPP Insights, hey, das erste ist ein Set von Pointern auf Integer und das andere ist ein Set von Integern. Und wenn man das Fenster sogar noch ein bisschen breiter macht, sieht man auch, aha, das eine hat einen Konstruktor, der eine Standard Initializer List aufruft genommen und das andere hat direkt die Iteratoren genommen. Und mit dem Wissen kann man dann eigentlich ziemlich zielstrebig die Referenzen der Standardbibliothek aufmachen und nachschlagen, was da passiert. Gut, die Frage wäre jetzt, soll ich mehr abstrusen C++-Code zeigen oder weiter zu Operational Aspects gehen? Ein bisschen Hintergrund zu CPP Insights, das basiert auf Clang und LLVM und wird von Andreas Fertig gehostet. Und ich finde es ziemlich cool, wie er das macht. Er stellt nämlich den Source Code zur Verfügung, kompilierte Binary, einen Docker-Container und hostet das Ganze als Website. Und ich bin einfach kläglich gescheitert, das Ganze auf Scientific Linux 7 irgendwie zu kompilieren und linken. Wahrscheinlich bin ich irgendwo an den Bin-Utils gescheitert. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach ein Shell-Skript geschrieben, was nichts anderes tut, als den Docker-Container von Andreas zu überprüfen, ob der läuft. Ich mache es mal ein bisschen größer. Wenn er läuft, dann wirft es die aktuelle Compilation eben in den Docker-Container und lässt CPP Insights da die Ersetzungen machen. Wenn er nicht läuft, wird er gestartet und danach wird das Ganze die ganze Übersetzung gemacht. Das heißt, ich habe das dann als Quasi-Compiler in meine Compiler-Explorer-Instanz reingeschmissen. Die GCC-Toolchain hat sich gerecht, da musste ich auch irgendwie erst drum frickeln, dass da Clang die richtigen Compiler-Header gefunden hat. Geht aber. Und dann hatte ich eben auf meiner Compiler-Explorer-Instanz auf einer Seite C++ gesehen und auf der anderen Seite anderes C++, um zu verstehen, was da passiert. Dann gibt es noch Linter, wie in jeder Programmiersprache. Include what you use ist einer davon, der einem Include-Statements ein bisschen aufruft. Das wollte ich auf meiner Seite verfügbar machen. Während ich daran gearbeitet hatte, hat aber Partouf, glaube ich, daran gearbeitet, diesen Tools-Button auf godbolt.org zu gestalten, dass man da Linter wie Clang-Tidy einbauen kann. Mein Code war super hässlich. Als ich den von Partouf gesehen habe, dachte ich, oh, awesome. Ich habe meine Include-What-Use-Implementierung weggeschmissen, alles mit Partoufs Framework neu implementiert. Und das war dann auch aufgeräumt genug, dass ich das upstreamen konnte. Also ich bin schuld daran, dass ihr jetzt Include-What-Use auf godbolt.org benutzen könnt. Und die Frage war jetzt, wollt ihr kaputten C++-Code sehen? Ich hoffe nicht, denn ich verhaspe mich wahrscheinlich. Okay, ihr wollt es sehen. Dann los geht's. Das hier ist ein Docker-Container, den ich damals am CERN benutzt habe. Den sollte man eigentlich ein bisschen anders starten, aber in der Generalprobe hat es funktioniert. Der ruft jetzt also im Wesentlichen in meinem Fork von Compiler Explorer ein Make auf und tut da Dinge. Meine CPU ist hoffnungslos am Anschlag. Und sagt mir jetzt, auf localhost 240 kann ich Dinge tun. Jo. Tut. Das ist jetzt die Seite, so wie ich sie gehostet habe. Loading, loading, loading. Und das, was ich gerade erklärt habe, den Code wollte ich eigentlich live tippen. Der Browser hat ihn offenbar gecached. Das heißt, schauen wir erstmal auf den Code, was ich da so implementiert hatte. Und zwar
das ist vielleicht schon durchgesickert, wir haben viel mit SIMD-Code am CERN gearbeitet. Das heißt, wenn wir unsere Datenstrukturen hatten und da Zeug drin war und wir darüber loopen wollten, wollten wir nicht unbedingt in Schrittweise 1 über die Elemente loopen, sondern vielleicht in Schrittweise 2, 4, 8 und das zu Compile-Time entscheiden. Das heißt, das haben wir dadurch gelöst, dass wir zu den Strukturen, die unsere Daten einfach als Block von Daten enthalten, haben wir eine Iterator-Klasse, die einen Increment-Operator hat, der sich irgendwie anhand der Schrittweite richtet, wie viele Schritte der weitergeht. Unsere Datenstruktur hat eine Begin-Methode, die getemplated ist, bei der ich abfragen kann, was soll die Standard-Schrittweite sein. Jetzt weiß ich auch, warum es kompiliert. Das war das Beispiel, was nicht funktioniert. Und das Problem ist, diese Iterator-Klasse, weil das ein bisschen kompliziert war, lag irgendwo upstream in einem Paket und wurde von Makros überhaupt geschrieben. Das heißt, wir haben da ein Makro, was Templates erzeugt, die dann irgendwo instanziert wurden. Die Datenstruktur selbst war wieder in einem anderen Paket und wieder in einem dritten Paket war mein eigentlicher Code, der so eine Datenstruktur instanziert und da mit so einem Range-Based-For-Loop drüber läuft. Und ich habe halt nur diesen Code gesehen, habe irgendwo 100.000 Zeilen Code, wo drinstecken könnte, was da eigentlich passiert und kann hier an der Stelle überhaupt nicht erkennen, was ist da die Schrittweite, die aufgerufen wird. Und in CPP Insights, machen wir auch hier die Schrift mal ein bisschen größer, sieht man dann, wie die ganzen Templates instanziert werden. Langweilig, langweilig, langweilig. Das hier ist die Übersetzung meines eigentlichen Codes. Hier wird die Datenstruktur instanziert. Ich habe explizit ausgeschrieben, welcher Template-Parameter da reinging. Mein Range-Based Loop wurde auch durch irgendwas ersetzt und da sehe ich eben, die Begin-Methode wird mit Template-Argument 1 aufgerufen. Das heißt, ich kann mir an der Stelle relativ sicher sein, hier dieser Loop läuft mit Schrittweite 1 und eben nicht mit Schrittweite 4 oder 8 oder sonst was. Dann ein anderes Beispiel. Warte, machen wir das doch eleganter. Hier. Also CPP Insights und Compiler Explorer sind auch voneinander verlinkt, wie ihr seht. Ein anderes Beispiel, was ich mir überlegt habe, ist, wenn ich getemplateten Code schreibe, dann sieht das irgendwie so aus. Ich habe eine Funktion, die irgendwas zurückgibt und ich weiß nicht was. Und die nimmt ein Argument und eben benutzt Reference Collapsing. Das heißt, ich weiß nicht, ob hier eine R-Value-Reference oder eine etwas per Value oder per Reference reinkommt und tut dann damit Dinge. Und eigentlich möchte ich als Entwickler hier an der Stelle nur entscheiden, ist das, was ich reinkriege, ein Container von Elementen oder ein Datenelement selbst, weil ich mit den Daten irgendwas machen möchte. Also das heißt, ich brauche ein if, constExplorer, was abfragt, ist das, was reinkommt, ein Standard-Vector von Float. So. Und wenn ja, dann tue ich irgendwas. Zum Beispiel gebe ich das nullte Element zurück. Warum auch immer. Keine Ahnung, kann man ja machen. Und wenn nicht, dann hat mir der oder die Entwicklerin eben wahrscheinlich das Element schon selbst aus dem Container rausgeholt. Dann kann ich damit irgendeine Modifikation machen. So war es hier. Wahrscheinlich braucht man hier noch ein paar Header. Ich hoffe, das funktioniert. Und wenn man das jetzt benutzt in irgendeiner anderen Funktion, hat man hier vielleicht einen Standard Vector von Float und ruft meine Flubber-Funktion auf und möchte Dinge tun. Und jetzt kompiliert das nicht. Und was mir in der Praxis normalerweise passiert, ist, dass ich halt an diesem Codeblock hier wahnsinnig lange rumfrickel. Machen wir das mal weg, damit es kompiliert. Was aber tatsächlich passiert ist, und da hilft mir jetzt C++ Insights weiter, ist, das Template hier wurde gar nicht mit Standard Vector implementiert. Das heißt, dieser Test hier, ob t ein Vektor ist, schlägt einfach fehl, weil die Funktion hier mit einer Referenz auf einen Vektor implementiert
instanziert wurde. Und ich, weil ich das irgendwie ständig vergesse, hier std:decay hätte hinschreiben müssen. So, jetzt wird der andere Branch des ifconstExpress aufgerufen und hier dieser inaktive Code, von dem ich dachte, dass er inaktiv ist, ist auch wirklich inaktiv. Da kann ich dummes Zeug machen und ich konzentriere mich auf den richtigen Branch in dem if-else-Krams. Gut, dann noch so eine andere Sache. Klang-Format, ganz ehrlich, meine Erfahrung aus anderen Programmiersprachen ist, konfiguriert eure Code-Formatter nicht. Das ist einfach nur frustrierend. Auf Compiler Explorer gibt es Klang-Format und man kann es aufrufen mit diesen unterschiedlichen Styles. Wir hatten unseren In-House-Style. Und das ist eigentlich auch ganz nett, Klang-Format zu benutzen. Das Problem ist, den hatte ich nicht auf godbolt.org verfügbar. Das heißt, wenn ich eine Datei von meinem lokalen Dateisystem öffne und einfach schreibe und den Code formatte, dann ist der wieder anders formatiert, als ich es gewohnt bin. Und ich kann den einfach nicht lokal speichern oder ich muss mich wieder händisch selbst drum kümmern, den Code nochmal neu zu formatieren, nachdem er eigentlich schon fertig war. Und das Ganze wird einfach nur noch schlimmer, dadurch, dass wir im CN eben mehr als einen In-House-Style hatten. Das heißt, ich konnte nicht einfach eine Klangformat-Style-Datei irgendwo in mein Dateisystem legen und Klangformat hätte funktioniert. Nein, ich musste hinzufügen, dass das JavaScript die Webseite weiß, im Dropdown-Menü müssen zwei Einträge sein. In der Config musste ich aktivieren, diese zwei Styles sollen verfügbar sein. Und dann im Backend, was das Formatieren handelt, kam dann dieser hässliche if-Block dazu, der abfragt, ist das unser einer Style? Wenn ja, dann ruf Klangformat bitte mit minus Style gleich Anführungszeichen geschweifte Klammer Access Modifier gleich auf. Wenn es der andere Inhouse-Style ist, dann ist die Einrückung eben nicht zwei Spaces, sondern drei Spaces und die White Spaces und die Klammern sind ein bisschen anders. Und wenn man irgendwie einen normalen Built-in-Style von Klangformat benutzt, dann gibt das halt einfach weiter. Das ist so ein bisschen Diminishing Returns, finde ich. Habe ich in dem Moment gebraucht. Ist sicherlich, wenn man nur schnell was aufsetzen will, eher nicht so wichtig. Gut. Und an der Stelle wird man dann greedy. Damals, vor 2 Jahren, als ich angefangen habe, konnte man auf godbolt.org Code nur kompilieren und nicht ausführen. Wenn man das Repository geklont hat und einen lokalen Make gemacht hat, dann ging das. Aber man denkt, das geht. Das muss ich in Fullscreen machen, sonst seht ihr es nicht. Eben der Grund, warum wir diese gebrandeten Compiler hatten, ist, dass so Standardbibliotheken halt doch irgendwie tricky sind. Hier in dem Beispiel habe ich einfach mal ein kleines Hello World oder Hello GPN oder Hello Push to Talk geschrieben. Kann das mit so einem GCC9 kompilieren. Und das kompiliert dann auch sauber. Und gleich brauche ich den Pause-Button. Kompilieren mit O0, weil sonst konnte ich den Fehler nicht reproduzieren. In komplizierteren Beispielen passiert es aber auch mit Optimierung angeschaltet und das ist irgendwie so ein Fehler, den viele von unseren Nutzern gesehen haben, dass die Standardbibliothek vom Betriebssystem genommen wird und dann die glib-cxx-Symbole nicht richtig aufgelöst werden. Das heißt, ich wusste irgendwie, Execution Environments richtig aufzusetzen wird haarig und frickelig. Und das ist ja nicht nur die Standardbibliothek, auch die ganzen Bibliotheken, gegen die ich linken muss, muss ich irgendwie in LD Library Path reinsetzen. Und welche das sind, kann ich auch aus der Compile Commands JSON auch gar nicht rauslesen, weil das ist Linktime-spezifisch und nicht Compiler-spezifisch. Diese Compiler-Skripte parsen ist ja auch irgendwie doof. Das heißt, das Einzige, was ich an der Stelle noch tun konnte, war CMake parsen. Und so sehr ich manchmal frustriert bin über CMake, muss ich sagen, der Syntax ist echt einfach, um Parser zu schreiben, weil Funktionen geben nichts zurück. Das heißt, sowas wie f von g von x ist in CMake einfach nicht möglich. Man hat nie geschachtelte Klammern in der gleichen Zeile. Und ich habe auf godoc.org eben eine generelle Multipurpose Parsing Library gefunden, daraus einen CMake-Parser geschrieben und dann mir angeschaut, wie sehen denn so Exported-CMake-Dateien aus, die in unserem Nightly-Bild erstellt werden. Da wird einfach definiert, es gibt diese Bibliothek, die ist geshared und die hat folgende Properties. Und woran ich interessiert war, ist eben diese Zeile Required Libraries. Die gibt an, was sind die transitiven Linktime-Dependencies von der Bibliothek. Das können entweder Namen von anderen Build-Targets sein oder Pfade zu irgendwelchen Bibliotheken, die deployed sind. Und es gibt auch an,
wie ist denn der Name dieser eigentlichen Bibliothek? Das heißt, was ich gemacht habe, ist einfach über alle CMake-Export-Dateien drüber loopen, alle Bibliotheken, die es gibt, einsammeln, schauen, ob in all diesen Bibliotheken, die ich habe, alle Namen von Dependencies definiert sind. Habe dann auch herausgefunden, dass man so einen Compiler fragen kann, ey, was ist denn deine Standardbibliothek? Und habe dann ein bisschen Text-Replacement gemacht, für jeden Bibliotheknamen einen Compiler-Eintrag gemacht, der sagt minus WLR-Path, das eben in jedem Binary, was ich erzeuge, hardgecoded ist, wo die Bibliotheken nachgelesen werden müssen, sodass ich mich nicht um LD-Library-Path oder so ein Krams kümmern muss. Das ist ein Go-Executable, was ziemlicher Spaghetti-Code ist. Der eigentlich interessante Teil ist, wie habe ich das auf die Compiler-Explorer-Instanz eingebettet. Ich habe so einen Fake-Compiler generiert. Das hier ist tatsächlich die Config, wie sie im Betrieb war. Die liegt auf GitHub einfach als Backup. Und gesagt, dieser Compiler FIS, bla bla bla, der soll so kompilieren und linken, wie wir das im FIS-Projekt machen. Und da hängen eben in dem Aufruf ziemlich viele minus WL und minus L-Direktiven drin, damit das richtig linkt. Der Fairness halber muss ich sagen, soweit ich das gesehen habe bei Compiler Explorer Master, wurde auch das inzwischen aufgeräumt. Das geht also wahrscheinlich, wenn man das heute macht, einfacher und eleganter. Ja, so viel dazu. Ich habe das dann auch ausprobiert. Das C++ hier ist, glaube ich, ein bisschen aufwendig zu erklären. Der springende Punkt war einfach nur, ich habe eine int main definiert auf meiner eigenen Instanz, ein cout gemacht und im Execution Window gesehen, der Code wird ausgeführt und er crasht nicht. Juhu, ich bin froh. Und dann war die Frage, teile ich das mit meinen Kollegen? Und der Clickbait-Titel meines Vortrags war anfangs Remote Code Execution as a Service, denn mir ist aufgefallen, wenn ich diesen Port im Netzwerk freigebe, was dann tatsächlich passiert ist, jeder in meinem Netzwerk kann auf meinen Port 10240 gehen, da C++-Code eingeben und dann Code ausführen, als ich auf meinem PC und in dem Server von damals auch ohne irgendein Firejail oder Docker-Environment. Das ist doch irgendwie eher uncool. Das heißt, was ich gemacht habe, ist eine VM irgendwo auf CERN OpenStack gestartet, die hoffentlich möglichst isoliert ist. Habe da eine Systemd-Unit geschrieben, die, sobald Netzwerk verfügbar ist, Make im richtigen Directory aufruft. Compiler Explorer selbst benutzt diese Supervisor-Library, die nachschaut, ob sich die Konfiguration ändert. Und wenn sich die Konfiguration ändert, einen fliegenden Neustart macht. Das war also ziemlich cool. Das heißt, ich habe in einem cron-Job einfach mein Go-Binary, was nach Nightly-Releases sucht, laufen lassen. Und wenn neue Nightly-Releases da waren, einfach die Config neu geschrieben. Und Supervisor kümmert sich darum, den Webserver neu zu starten. Und schon ist die neue Config verfügbar. Damit auf der VM nichts Böses passiert, wollte ich da natürlich keine Git-Credentials liegen lassen. Das heißt, da lief lokal nur ein cron-Job, der git add, git commit macht, aber keinen Push. Und auf einer zweiten VM, die ich tatsächlich produktiv mit meinem echten Nutzer-Account benutzt habe, lief halt ein Git-Pull und Git-Push. Das heißt, solange Git keine Code-Injection zulässt, habe ich mir gedacht, bin ich da relativ sicher, dass ich kein malicious Code irgendwo ausführe mit User-Credentials und so. Das ganze Setup führt aber halt dazu, dass zwischen Nightly Build ist auf dem Netzwerk verfügbar, cronjob läuft, erstellt die Config, cronjob läuft, macht ein Git-Commit, cronjob läuft, macht ein Pull und Push. Bis eine neue Konfiguration auf GitLab auftaucht, ging halt mal so locker 2 Stunden rum. Das heißt, richtig Low Latency war das nicht. Dann habe ich das ein paar Kollegen gezeigt und wollte mit denen kooperieren. Natürlich wollte ich das nicht einfach so ins öffentliche Netzwerk hängen. Das heißt, ich habe erstmal den Standardport in IP-Tables zugenagelt und gesagt, Leute, wenn ihr das nutzen wollt, müsst ihr euch rein SSH tunneln. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid, müsst ihr erstmal ins CERN-Netzwerk rein, Port-Forwarding machen, dann vom CERN-Netzwerk aus auf meine Maschine Port-Forwarding machen und dann den Port 10240 auf irgendeinen bei euch auf Localhost ummappen und dann könnt ihr bei euch auf Localhost 8088 oder so. Und da habe ich eben keine CERN-Nutzer-Accounts genommen, sondern Wegwerf-Accounts für jeden erstellt und gesagt, bitte, bitte legt keine wichtigen Informationen auf die Maschine oder irgendwas bei dem euch wehtäugt, wenn es wegkommt. An der Stelle stellt sich dann raus, Kollegen, die sich mit Zeug auskennen, sind echt unersetzlich und total awesome. Die haben gesagt, hey, nutzt doch CERN Single Sign-On für das. Ich meinte, ey, nee, ich baue jetzt in den Node.js-Server nicht irgendwie Single Sign-On ein. Und die haben gemeint, nee,
Es gibt Apache Reverse Proxy. Ich, keine Ahnung, was das ist. Und die, ja, da macht Apache einfach bei dir auf Port 80 einen Port auf und leitet den ganzen Traffic intern auf Port 10.240 um. Das heißt, Compiler Explorer denkt, der Traffic kommt von Localhost. Von außen erreicht man Port 80. Und für Apache gibt es fertige Konfigurationen, die du einfach copy und pasten kann, wie man mit Single Sign-On redet. Und da gehen dann Credentials auch gar nicht an deine Maschine. Der Single Sign-On sagt dir einfach nur, ja, der Nutzer ist autorisiert. Das Ganze ist dann immer noch nur aus dem CERN-internen Netz verfügbar. Ist ein bisschen doof, weil ich damit Kollegen, die an externen Unis sitzen, ein bisschen diskriminiere. Ist aber, glaube ich, vom Sicherheitsaspekt sehr sinnvoll, weil man Leute wie mich nicht einfach so irgendwelche Webserver betreiben lassen sollte. Das heißt, was hätte da noch irgendwie schiefgehen können? Zum einen, externe Nutzer konnten halt wegen dem Port-Forwarding beim Link-Sharing nicht richtig mitmachen. Auch der Single-Sign-On schneidet das Link-Sharing manchmal ab. Und ich habe 1000 Leuten Möglichkeit gegeben, auf der VM irgendwie Code auszuführen. Das heißt, und die hatten auch Schreibrechte auf, wie der Webserver aufgesetzt war. Die hätten da Bitcoin minen können oder Malware auf die Webseite injecten können. Ich glaube, die wissen ja alles, dass das unsere eigenen Ressourcen sind, die wir teilen und damit arbeiten müssen. Das heißt, wirklich bösen Intent habe ich nicht erwartet, sondern höchstens gedacht, dass man versehentlich was kaputt macht. Aber ganz ehrlich, ich hätte kein Logging, wenn da jemand böse Dinge getan hätte, wäre ich voll darauf angewiesen, dass der Single Sign-On-Server Logging macht. Ein anderer Security-Aspekt, weswegen das auch noch wichtiger ist, dass die Firewall die Maschine abgeschirmt hat, war, ich habe nicht ganz verstanden, wie auf CERN-VM der Updater funktionieren soll, denn CERN-VM shippt irgendwie mit einer uralten Node.js-Version, die ist zu alt, um Compiler Explorer laufen zu lassen. Node.js maintaint eine Long-Term-Support-Version, die läuft auch auf Scientific Linux, die habe ich installiert nach Anleitung. Aber jedes Mal, wenn der Security-Updater, also nicht YAML, sondern irgendein so selbstgeschriebenes Paket ankam und gemeint hat, Security-Updates zu installieren, wurde mir die Node.js-Version downgegradet. Wenn ich das jetzt für den Produktiveinsatz gemacht hätte und ernsthaft gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich ein Ticket aufmachen müssen, diskutieren, Support einholen und ein bisschen iteriert. So habe ich gesagt, nee, ich will, dass das jetzt funktioniert und Sicherheitsupdates deaktiviert. Leute, macht das nicht nach. Bitte. Und dann kam irgendwann der nächste Kollege an, hat das gesehen und gesagt, hey, es gibt OpenShift. OpenShift, für Leute, die wie ich das nicht kannten, ist, man tippt irgendwo einen Pfad zu einem Docker-Image ein, dann passieren Cloud-Dinge und plötzlich fängt ein Webservice im Internet. Und im Self-Service am CERN kann man da auch irgendwie anklicken, aktiviere Single Sign-On, mounte das CERN Virtual Machine File System und so weiter. Und das ist dann aus dem Internet erfügbar, weil Docker offenbar Dinge gut genug abriegelt. Das heißt, ich dachte, super, da kann ich den Single Sign-On nicht falsch konfigurieren. Das mache ich. Ich muss einfach nur das komplette Compiler Explorer Setup in einen Docker-Container reinpacken. Das Ganze war ein bisschen lästig, weil Docker-Image-Build unterstützt keinen Mount von CVMFS. Das heißt, meine GitLab-Pipeline muss zwei Schritte machen. Einmal alles C++-spezifische bauen und dann den eigentlichen Docker-Container bauen. Dazu kommt dann auch irgendwie, dass das ich nicht experimentieren wollte mit Docker in Docker. Das heißt, ich musste doch das Binary von Andreas fertig benutzen und habe festgestellt, dass Ubuntu andere LLVM-Versionsnummern benutzt als Scientific Linux. Das heißt, da musste ich irgendwie zurechtfrickeln, dass CPP Insights die richtigen Standard-Library-Headers findet. Ist aber machbar. Dann kommt dazu, dass ich ja meine Config im Wesentlichen über Git geshared habe und ein Git-Pull von Docker-Image-Build über den Build-Cache abgefangen wird. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen hacken, dass der Build auch wirklich stündlich neu passiert. Ja, und das lief dann. Ein Problem war so ein bisschen, dass mein RAM-Quota nicht ausgereicht hat, um zwei Docker-Images gleichzeitig laufen zu lassen. Und normalerweise unterstützt OpenShift, dass wenn neue Versionen von irgendwas reinkommen, erst ein neuer Container gestartet wird, dann wird der URL-Redirect umgelegt, dann wird der alte abgeschaltet. Aber diese ganzen WebKit-Geschichten, die bei einem Make von Compiler Explorer standardmäßig laufen, die brauchen einfach tierisch viel RAM. Das heißt, bei so einem Neustart, das schauen wir uns jetzt nicht an, hatte ich halt irgendwie
5 Minuten Downtime, und einmal die Stunde 5 Minuten Downtime war mir dann doch zu viel. Da kann ich nur sagen, der Support zu Compiler Explorer im Slack-Channel ist echt Gold wert. Die haben mir da sehr geholfen zu erklären, wie Webpack eingerichtet ist, wie sie das in Production benutzen, dass ich das in der Docker's Build Stage schon alle Node-Abhängigkeiten auflösen kann und Webpack machen kann und dann in der Deploy Stage nur aus dem Webpack Directory hosten muss. Und bin damit auf 2 Minuten Restart-Time runtergekommen und auch auf deutlich weniger RAM-Usage. Das heißt, ich hätte Continuous Deployment machen können. Also echt super. Man muss ein bisschen dran frickeln. Also dadurch, dass das Ganze von Docker-Images läuft, hat man keinen persistenten Speicher im Docker-Container. Man kann auf OpenShift persistenten Speicher einrichten. Das hat halt auf einer VM out of the box funktioniert. Ist halt Gefrickel, wenn man das ordentlich hosten will, ist das sicherlich Zeit, die es wert ist, da zu implementieren. Wie gesagt, ich hatte überhaupt kein Monitoring, das Einzige, was ich hatte, war, dass GitLab ja Activity Monitoring hat und diese stündlichen Commits da im Activity Log auftauchen. Im Rückblick, was waren die Downtimes? Einmal habe ich versehentlich meine Binaries gelöscht und es erst eine Woche später gemerkt. Einmal hat sich die Verzeichnisstruktur in unserem Deployment geändert und ich habe es 2 Monate später erst gemerkt. Und einmal haben wir Standard-Compiler gewechselt und ich habe die Wildcard nicht richtig ausgetauscht. Das war auch irgendwie ein bisschen doof. Bevor ich zum Schluss komme, ein Rückblick ist, ich hatte, glaube ich, insgesamt nur 5 Nutzer, alle heterosexuell, weiß, männlich und vom CERN angestellt. Das heißt, genau die Leute, die privilegiert sind, die, wenn sie C++-Probleme haben, auch einfach über einen Flur zum Core-Developer laufen können. Ich habe da ein Tool für Leute gemacht, die eh schon den besten Support im Team haben. Das ist irgendwie nicht so cool. Es war ganz angenehm, das Projekt so zu gestalten, weil es Leute waren, mit denen ich eh ständig Kaffeepausen hatte. Das heißt, ich hatte ein gutes Verständnis, was deren Use Cases sind. Und wir hatten schnelle Iterationszyklen, wie man Feature ausrollt. Ich glaube aber, Analysten, die jetzt nicht Software für nächstes Jahr geschrieben haben, sondern die Daten der letzten 10 Jahre CERN-Betrieb analysieren, die haben andere Workflows, andere Constraints, in denen sie arbeiten müssen. Wenn die Software patchen, müssen sie darauf achten, dass die Symbole in den Libraries, die sie bauen, genauso heißen wie in der deployed Software, damit sie da bei Library Load Time richtig Präferenz haben. Das heißt, das war eigentlich eine verpasste Chance, herauszufinden, wie man Compiler Explorer noch besser nutzen kann und auch ein Tool für Leute zu geben, die in anderen Zeitzonen sind, die einfach in Australien sitzen und die erste Hälfte ihres Arbeitstages keinen Support im Chat bekommen können, weil der Support gerade schläft. Live-Demo, ich glaube, das lassen wir an Betracht dessen, dass ich vorher so ausführlich war. Andere Modifikationen, es gibt farbenblinde Menschen. Ich wollte, dass wenn jemand einen Screenshot macht, auf jeden Fall der Screenshot colorblind compatible ist. Deswegen habe ich die Standardpaletten deaktiviert auf meiner Instanz. Alle Screenshots sind colorblind friendly. Das ist eine einfache Konfiguration. Wenn man das Ganze professioneller machen will, sollte man wahrscheinlich an vielen Ecken noch arbeiten, um Bildmatrizen ordentlich darzustellen, um diesen Delay-Zyklen von 2 Stunden, bis ein Container aktualisiert ist, besser dazu haben. Aber ja, ansonsten war das, glaube ich, schon ein nutzbares Projekt. Ganz ehrlich, ich habe inzwischen einen neuen Job. Ich werde nicht viel Zeit in den Support stecken können. Ziemlich viel, was ich geschrieben habe, ist hardcoded auf unserem CERN-Software-Stack, bis auf dieses eine Binary, was die JSON-Datenbanken liest. Das habe ich hier upstream in diesem Issue erklärt, wie man das benutzt. Ich kann wahrscheinlich auch da wenig Support zu geben, aber es fände es echt cool, wenn das irgendjemand benutzt und das irgendjemandem weiterhilft. Inzwischen arbeite ich mit dem Robot Operating System und es hat out of the box einfach funktioniert. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, auf Social Media bin ich, glaube ich, schlecht zu erreichen. Vielleicht ist das Einfachste, wenn ihr auf diesem GitHub-Repository einfach ein Issue filet und dann können wir da diskutieren. Ansonsten wäre es das von mir soweit. Dann erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. Ich fand es hochinteressant. Was mich persönlich brennend interessieren würde, ist, du hast gesagt, du wirst nicht viel Zeit drin haben. Hast du da Lust drauf?
Ja, schon, aber ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden. Während der Arbeitszeit muss ich mich darum kümmern, dass unser Roboter keinen Menschen überfährt. Ansonsten habe ich auch noch ein Privatleben. Also in der Zeit, also wenn ich irgendwie gelangweilt zu Hause auf meinem Rechner rumnörde, kann ich mich da gerne drum kümmern. Ja, aber ich kann da keine Versprechen abgeben, wie viel Zeit das sein wird. Liebe Menschen, ihr wisst ja, liebe Lebewesen, ihr könnt im Pad Fragen stellen zum Vortrag, ihr könnt gern Feedback geben zum Vortrag. Das findet ihr immer verlinkt im Pre-Talks in der Beschreibung des jeweiligen Talks, sodass ihr dann da zu Details kommt und nochmal eine Frage reinschmeißen könnt. Traurigerweise finde ich gerade weder eingetragene Fragen noch Feedback zum Vortrag. Meine große Bitte, wenn ihr den Vortrag jetzt live gesehen habt oder wenn ihr den später als Aufzeichnung guckt, seid doch so gut und schreibt doch mal, wie hat es euch gefallen? Hattet ihr Spaß dran? Was fandet ihr interessant? Würdet ihr euch vielleicht zu dem einen oder anderen noch mal mehr an Informationen oder an weiteren Details wünschen? Paul, ich weiß nicht, hättest du sonst Motivation, das vielleicht noch mal auf einer GPN oder einem MCD aufzubereiten, falls da jetzt viele Rückfragen kommen? Ja, also muss ich mal schauen. Die Frage wäre halt, was interessiert die den Rest der Chaos-Community? Also ich hatte ja so heute Morgen so eine kleine Live-Demo geplant und da riesig Lampenfieber. Das könnte ich vielleicht ein bisschen üben. Oder ich meine, das C++-Beispiel, was ich gezeigt habe, war stark vereinfacht. Da könnte ich vielleicht auch ein paar versuchen, noch ein paar Real-Life-Examples zu reproduzieren. Oder, keine Ahnung, andere Details, über die ich ziemlich schnell drüber gegangen bin. Also, ich bin da offen, wenn Interesse an irgendwas ist, was hier zu kurz kam. Also keine einfache Wiederholung dieses Vortrags, kann ich gerne irgendwann mal machen. Zumindest mal einen Feedback-Post. Toller Vortrag, vielen Dank. Schöne Mischung aus Live-Demos und Folien. Das sehe ich genauso und von der Nervosität hat man eigentlich nichts gemerkt. Respekt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Okay. Ja, danke an die Organisatoren, ans Content-Team und die Moderation und das VOG, alles aufzusetzen. Und auch vielen Dank für das Projekt. Habe ich sehr gerne gemacht, hat super funktioniert.